Tja, aber ist dieser Impfturbo auch wirklich umzusetzen? Martin Schmidt hat sich im Landkreis Wittenberg in Sachsen-Anhalt umgeschaut und ist auf viel Skepsis getroffen und auf Menschen, deren Nerven im zweiten Corona-Winter blank liegen. Als das mobile Impfteam morgens um 10 Uhr kommt, ist die Schlange in Schornewitz bei Wittenberg schon lang. Sie ahnen, dass sie heute nicht allen helfen können. Wie viel Unmut, Ärger, auch Wut sie dafür abbekommen werden, ahnen sie nicht. Ärztin Jutta Franke ist noch zuversichtlich. Es ist eigentlich alles super organisiert. Wir sind gut eingespielt aufeinander. Ich möchte auch keinen wegschicken lassen müssen, aber wir müssen ja dann weiter in den nächsten Ort. Ne? Moin! Jeder kriegt jetzt erstmal eine Nummer, bis wir 40 Stück voll haben. Das ist erstmal unser Ansatz. Wir können aber nicht mal garantieren, dass wirklich alle 40 drankommen, weil wir ein bestimmtes Zeitfenster haben. Ist Ihnen das wichtig, heute herzukommen? Ja, natürlich. Ja. Ich will ja wieder aufs Schiff. Ich will ja verreisen. Wir haben auch nicht mehr das ewige Leben und wir wollen es ja noch genießen. Wir wollen tanzen gehen, kegeln gehen, alles, was uns Spaß macht. Drinnen heißt es erstmal lesen, ausfüllen, erfassen. Es kostet Zeit. Wir würden mehr schaffen, wenn die Bürokratie nicht wäre mit den vielen Bögen. Sie sitzt zur Erstimpfung hier, mit 24, mit Vorerkrankung. Brauchen sich keine Sorgen machen. Gerade für Sie ist dann auch die Impfung besonders wichtig. Ja? Deswegen haben Sie so lange gewartet. Ja? Ich hatte Angst vorher. Brauchen Sie nicht. Sie nimmt die Spritze. Plötzlich kippt vor der Tür die Stimmung. Das geht doch nicht. Das ist aber Reihe, das hier. Feierei. Nein, ist Feierabend. Soll ich da hier? Zwei Stunden stehst hier umsonst. Fünf das ist Mann doch. Und da stehen noch 50. Können Sie ruhig sagen, ein totales Versagen der Politik. Ob alt oder neu, totales Versagen. Liebes Berlin, so geht das nicht hier auf dem Lande. Es fehlt nicht an Impfstoff, aber an Personal, vor allem an Zeit. Nach 50 Impfungen müssen sie packen, weiter zum nächsten Ort. Es kommen einfach jetzt, ich kann ja nicht sagen zu viele, es ist ja gut, dass sie kommen, aber wir hätten alle schon viel früher impfen können. Wir haben ein paar Monate gehabt oder ein paar Wochen, wo es wirklich sehr ruhig war und jetzt kommen alle, das ist einfach logistisch nicht zu schaffen. Nach kurzer Mittagspause gleiches Bild in Tornau, wenige Kilometer weiter. Wieder warten schon viele, zu viele. Ein Thema begleitet das Impfteam schon den ganzen Tag. BioNTech gibt es nur für unter 30-Jährige. Sie impfen Moderna. Das lehnen einige ab. Jutta Franke kann das nicht verstehen. BioNTech ist natürlich das, was am meisten bekannt ist. Wo Sie wissen, es ist millionenfach verimpft auf der Welt. Und Sie hören da von wenig Nebenwirkungen. Und bei den anderen ist eben weniger verimpft worden und man hört mehr Nebenwirkungen. Ja, aus dem Ärmel raus. Ist aber Quatsch. Es ist Quatsch. Letztendlich nehmen sich die Impfstoffe alle nichts. Am späten Nachmittag wird klar, auch hier müssen Wartende ungeimpft heim. Wieder Wut. Ja, ich mach die Regeln nicht. Ja, aber man muss dann einfach mal sagen, dass ich da mal eine Stunde dranhänge, wenn die Leute da wirklich schon warten. Ich bin der, der die Nachricht überbringen muss. Alter, setz vor, ich brauche hier. Unangenehm fürs Impfteam. Plötzlich steht der Bürgermeister im Raum, beschwert sich. Anruf bei der Chefin der Impfkampagne. Wir haben hier eine pandemische Notlage, da interessiert mich eine Arbeitszeitregelung überhaupt nicht. Ich bin hier jeden Tag 20 Stunden im Dienst, damit der Laden irgendwo noch läuft. Das ist schön, wir auch. Hängen Sie die Stunde dran, dass Sie die Dosen, die Sie haben, heute verimpfen. Nein, wir machen das nicht. Wir machen das in jedem Dorf gleich. Und dann hängt das Team tatsächlich noch einige Impfungen dran. 100 schaffen sie heute insgesamt, aber die Stimmung ist am Tiefpunkt. Sie wollen helfen, bekommen trotzdem Ärger. Da überlegt man, ob man weitermacht oder nicht. Warum? Weil das wirklich ans Gemüt geht. Ja? Ich möchte jeden dran nehmen und möchte alle, dass alle ihre Spritze kriegen. Aber es geht eben halt nicht. Und die Leute müssen das auch einsehen, dass es nicht geht. Und sollen uns dann auch nicht so... Ja, das... Ihr habt es ja selber erlebt, wie es war. Dann heißt es einpacken, in die Zentrale, nochmal Zettel und eingetippte Personendaten abgleichen. Am Ende ist das Impfteam heute mehr als 10 Stunden im Einsatz.